Jan, die Vorbereitung auf die neue Saison geht los. Was machst du gerade? Viel, ja. Wir sind eine kleine Gruppe von all den Spielern, die hier in Bad Nauheim und Umgebung sich im Sommer aufhalten. Und der Matthias Ott, unser Fitnesstrainer, hat uns einen Plan zusammengestellt, den wir zum Teil individuell, aber auch in Gruppen im Fitnessstudio oder auch am Waldsportplatz auf der Laufbahn oder Inline-Hockey auch hier im Stadion oder für mich auch hin und wieder in Assenheim bei den Patriots. Ja, sodass wir eigentlich jeden Tag unsere Trainingseinheiten absolvieren können. Du warst letzte Saison die Nummer 1 im Tor. Nächste Saison bist du nur noch in Anführungszeichen Backup. Hast du Probleme damit? Nein. Also ich meine, die Situation, wie sie jetzt ist, ist ja auch bewusst von mir so gewählt worden. In Kombination eben mit der Ausbildung und der Tätigkeit als Nachwuchstorwarttrainer. Es gab gute Gespräche nach der Saison zwischen mir, Petri, Andreas Ortwein und auch Daniel Heinrizi, wo wir die Saison analysiert haben. Und ja, wir kamen zu dem Entschluss, dass es einfach für uns als Mannschaft und auch für mich persönlich besser wäre, so eine kleine Konkurrenzsituation zu schaffen. Und ich denke, die ist somit gegeben und ich kann zusätzlich noch mit Hilfe von der Ausbildung beruflich Fuß fassen. Von daher ist der Status Nummer 2 Torhüter für mich jetzt nicht der Schlimmste. Aber du willst als Herausforderer Druck machen, hast du angekündigt. Du willst also auch spielen. So ganz hast du also die neue Rolle noch nicht angenommen. Nee, natürlich will ich spielen. Ich bin Sportler und ich werde jetzt nicht mich zurücklehnen und mich freuen, wenn ich nicht spiele. Ich möchte weiterhin spielen, weiß aber, dass die Konstellation einfach eine andere ist kommende Saison. Und ja, nichtsdestotrotz habe ich schon gesagt, bin ich dieses Jahr der Herausforderer und werde wem auch immer Dampf machen. Ich denke, das wird sowohl ihm als auch mir gut tun und hoffentlich im Sinne des Vereins das Bestmögliche aus mir und meinem Konkurrenten oder dann Kollegen herauskitzeln. Es gab ja Gerüchte, dass du nach Regensburg wechselst. Du hast ja dort mal gespielt. War da was dran? Ich denke, so ein bisschen an Gerüchten ist immer so ein bisschen Wahrheit dran. Also Tatsache ist, dass ich habe da schon mal gespielt und meine Frau kommt aus Regensburg. Das heißt, wir haben schon so eine gewisse Affinität auch zu der Stadt oder zu dem Verein. Und es gab auch Gespräche. Nichtsdestotrotz ist Bad Nauheim mein Heimatverein und war immer meine erste Wahl. Du beginnst im Herbst eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei Finanzaktiv. Das ist ein Sponsor der Roten Teufel. War das der Hauptgrund zu bleiben, die berufliche Perspektive? Ach, der Hauptgrund zu bleiben, das hört sich so an, als würde ich jetzt nur deswegen hier bleiben. Ich meine, Tatsache ist, Bad Nauheim ist meine Heimatstadt und egal, wie es jetzt gekommen wäre, wäre ich früher oder später nach Bad Nauheim zurückgekehrt. Von daher, aber natürlich ist das was ganz Wichtiges für mich. Ich freue mich unheimlich drauf und bin finanzaktiv. Aber auch dem Verein Bad Nauheim sehr dankbar, dass sie mir die Chance geben, wie gesagt, beruflich noch Fuß fassen zu können. Ich meine, ich bin in einem Alter, ich bin jetzt 32 Jahre alt und klar fühle ich mich noch fit und möchte auch noch gerne lange spielen, aber ich denke, es ist einfach extremst wichtig, jetzt auch zu gucken, was nach der Karriere kommt und von daher war es für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum das Gesamtpaket jetzt hier zu bleiben so gepasst hat. Und wie gesagt, ich bin finanzaktiv sehr dankbar für die Chance und freue mich auch schon drauf. Das Stichwort Gesamtpaket. Du wirst ja auch neuer Nachwuchstrainer im Torwartbereich.
dann hast du eine Dreifachbelastung. Wenn man die Schule nimmt, vielleicht sogar Vierfachbelastung. Und wie lange willst du das machen und noch als Profi auf dem Eis stehen? Also erstmal zum Thema Nachwuchs. Das habe ich ja letztes Jahr auch schon gemacht. Regelmäßig die Nachwuchstorhüter trainiert. Das macht mir großen Spaß. Und eben als Bad Nauheimer, der hier aus dem Nachwuchs entstammt, weiß ich genau, wie das ist. Als Torwart, wenn man die Hilfe nicht bekommt, beziehungsweise weiß es eben zu schätzen, wenn man Hilfe von jemandem bekommt, der schon ein bisschen Erfahrung hat. Und ich bin einfach froh, dass ich das den Jugendlichen hier ein bisschen zurückzahlen kann, indem wir regelmäßig Torwarttraining machen. Zur Belastung, wie gesagt, ich habe das letztes Jahr schon gemacht und ich denke, die Vierfachbelastung, kann man schon so sagen, wird enorm hart. Aber das gehört nun mal dazu jetzt. Ich habe es mir ausgesucht, das heißt, ich mache es freiwillig und ich mache es gerne. Von daher ist das alles schon durchdacht und ich bin zumindest, was das Mentale angeht, gut drauf vorbereitet. Jetzt kommt erstmal die neue Saison. Was traust du euch zu? Das Team wird ja im Moment gerade richtig umgekrempelt. Ja, was traue ich uns zu? Das ist natürlich jetzt, wir haben Ende Mai, das heißt, es sind noch gut 2,5 Monate, bevor die Vorbereitung anfängt. Der Kader ist noch nicht komplett und es fehlen, wie gesagt, einige Spieler noch, auch Schlüsselspieler. Von daher ist es gerade jetzt schwer, eine Prognose abzugeben, aber ich denke, wenn man das Gesamtpaket sieht, dann wollen wir natürlich das erreichen, was wir letztes Jahr nicht oder auch knapp nicht erreicht haben. Und ich denke, ich lehne mich da nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass wir mit Sicherheit in die Playoffs kommen möchten. Dafür viel Erfolg. Danke. Vielen Dank.